Herzlich willkommen zu dieser kurzen Präsentation von der Schnittstelle zwischen Bluebeam und Abacus Ababau. Im Bluebeam-Programm ist es relativ einfach, dass man vom PDF-Plan einen Export kann machen von der Ausmaß und das im Abacus Ababau wieder importieren. Da drin hat man den PDF-Plan. Da hat man verschiedene Werkzeuge. Die Werkzeuge kann man auswählen und dementsprechend welche Position, dass man ausmessen will, kann man anwählen. Dann gibt es hier eine neue Position. Pro Position muss in der Spalte Etikette die MPK-Nummer hinterlegt werden. Das machen wir jetzt gerade mal schnell. Die MPK-Nummer braucht nachher die Schnittstelle, um sie im Ababau wieder einlesen. So kann man den ganzen Plan durcharbeiten und wenn man den fertig hat, kann man die ganzen Dateien exportieren. Darüber geht man über das Symbol XML-Übersicht Export. Bei der Ausgabe muss man eigentlich nicht viel einstellen, einfach wo man es hin will exportieren und den Dateinamen, dass man es wieder findet. Bei den Spalten ist es wichtig, dass man einfach nur die nimmt, die man wirklich braucht und nicht alles, weil sonst ist die Datei zu gross. Ganz wichtig muss man aber nehmen, ist das Etikett, wie dort drin ist die MPK-Position erfasst oder die MPK-Nummer und die braucht nachher die Schnittstelle, um im Ababau wieder einlesen. Wenn man die Informationen hat, die man braucht, kann man auf OK und dann wird das ganze File exportiert. Wenn man die Export immer wieder mal macht, kann man auch Konfiguration speichern. Dann muss man die ganzen Einstellungen nicht jedes Mal von neuem machen. Mit OK ist das File nachher exportiert und dann kann man wechseln ins Abacus. Wir sind da jetzt drin im Ausmaß bearbeitet. Das ist das B141 im Projekt, wo wir das wieder importieren wollen. Hier sieht man, sind die ganzen Positionen mit der MPK-Nummer schon erfasst. Das Projekt ist ausgelöst. Jetzt kann man nur noch Bluebeam-Datei importieren. Dazu geht man auf den Knopf. Wenn man den auswählt, kommt die Auswahl. Und wir nehmen jetzt hier Ausmaß Import MPK-basiert. Wir erstellen ein neues Protokoll. Dünn hier auswählen, ist es Ausmaß oder das Vorausmaß. Wir machen jetzt ein Ausmaß mit Enter bestätigen und dann kann man speichern und weiter. Hier tun wir unsere Datei auswählen, öffnen und dann nimmt es drin. Wenn man in der Offerte selber noch nicht alle Positionen erfasst hat, kann man hier sagen, alle importieren, dann tut es alle Ausmaße, die man zusätzlich noch gemacht hat, unten her anhängen. Wenn man aber grundsätzlich alles drin hat, wie wir jetzt hier, kann man sagen, nur vorhandene LV-Positionen importieren. Wenn die so drin ist, kann man das Fenster wieder schliessen mit Beenden. Und jetzt sehen wir hier in der Direkterfassung, haben wir da bereits unser Ausmaß so drin. Pro Position ist es jetzt noch möglich, dass man PDF-Dateien mit dem genauen Ausmaß nachher dazu ablegen. Für das ist es wichtig, dass man einmal ins Bluebeam reingeht, den ganzen Export nochmal macht, aber dass man anstatt XMLS PDF-Übersicht nehmen. Gehen wir auf PDF-Übersicht. In der Spalte auch wieder auswählen, was wichtig ist. Betreff das Etikett wieder wegen der MPK-Nummer. Und bei der Ausgabe muss man nochmal bei Spalten filtern und sortieren, muss man noch sortieren nach Etikett, weil das ist das, was nachher erkannt wird für die Schnittstelle. Und in der Ausgabe bei der Benennung vom Titel muss man hier Etiketten auswählen. Jetzt kann man es OK exportieren. Je nach Datenvolumen sind es ein bisschen mehr Berichtelemente. Wir tun jetzt das in unserem Fall abbrechen, weil ich habe die, die wir brauchen, haben wir schon exportiert. Gehen wir wieder ins Abacus rein. Könnt erneut den Button Bluebeam drücken. PDF-Import machen und da haben wir unsere Dateien, die wir jetzt auswählen.
öffnen und dann werden die auf dem Protokoll, wo wir jetzt gemacht haben, reingenommen. Wenn wir das wieder gemacht haben, kann man es wieder beenden. Im Leistungsverzeichnis selber hat es jetzt hier bei den Dokumenten unsere Dateien hinterlegt. Mit Doppelklick kann man das Dokument jetzt öffnen. Und dann hat man das Ausmaßblatt mit den Informationen, die wir angehökelt haben, hat man da als PDF. Das ist pro Position ist das hinterlegt. Wenn man diese Sachen alles gemacht hat, kann man nachher ein Ausmaß normal verrechnen, wie beim Ausmaß, das man manuell eingeben würde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.